Sieht man, oder? Was sieht man da? Ich sehe gar nichts. Hast du denn ihre Traumkonsole? Ey, da würde ich aber auch denken, der ist Let's rock. Mittag in Köln. Rudolf ist 16 Jahre alt und sein größter Traum ist, ein Pokémon-Meister zu werden. Ich will der Allerbeste sein. Wessen Traum ist das? Keiner vor mir war. Ach, diesmal ist es der und nicht er. Ah, diesmal ist es umgedreht. Rudolf, was ist denn das für ein Gejaule hier? Das ist doch meine Hymne. Ich kenne es. Das ist meine Hymne. Jetzt hat er schon eine eigene Hymne. Ach du Scheiße. Das ist auf keinen Fall der Text von der Hymne von der deutschen Nationalmannschaft, oder? Deutsche Nationalmannschaft? Das ist Pokémon. Pokémon hat eine eigene Hymne. Diese Abzocke-Scheiße. Das ist preisleistung technisch nicht okay, diese Reis-Pokeballs. Ich kann ja auch ein bisschen Reis aufkochen, ein bisschen Gemüse da reinschneiden, die Reste aus dem Kühlschrank und 10 Euro dafür verlangen. Also, was? Ich bin schon Fan von Reis. Was? Eher so der Kartoffeltyp. Ich meine, das ist so Allmann-Endlevel so. Allmann-Endlevel? Er hat es geschafft, das Allmann-Endlevel zu erreichen. Geil, das hat noch keiner geschafft. Doch, das meine ich, Pokémon. Ist Pokémon, um zu verstehen, dass sie diese Macht verlangt. Das verstehe ich jetzt nicht, Rudolf. Wieso schaust du dir in deinem Alter noch Zeichentrickfilme an? Du bist doch kein Kind mehr. Zeichentrickfilme kann man doch immer gucken, Alter. Ich gucke heute noch große Pause. Einfach legendär. Du Dummkopf. Du solltest dich eher weiterbilden, ein paar Dokus angucken oder sowas. Wer macht denn später meine Steuererklärung, wenn ich alt bin? Na gut, vielleicht gibt's ja Zeichentrick-Dokus. Also, ich sag dir mal eins, ja? Erstens, das ist kein Zeichentrick, sondern ein Anime. Und zweitens, Pokémon ist so realistisch. Das sind einfach Zauberwesen, die dich in der ganzen Welt begleiten. Das sind wie Haustiere. Ist ja eigentlich auch leicht zu erkennen. Bei Zeichentricks haben sie immer nur 4 Finger, bei Animes haben sie alle 5. Ist einfach ganz leicht zu erkennen, was ist. Gut, man erkennt es so oder so auch am Stil, aber die Finger machen es auch aus. Und das Beste daran ist, man kann mit denen noch kämpfen. Also, der Haustiere, mit denen du kämpfen kannst, der ist doch Tierquälerei, oder nicht? Der ist doch gar nicht nachhaltig, du. Pokémon ist Tierquälerei. Was würde Grete Thunberg dazu sagen? Die gute Grete. Weißt du, was diese Grete ist? Das ist eine Heuchlerin, ja? Schau mal, die reist so viel um die Welt, um die ganzen Leute zu treffen, um sie zu brainwashen, so wie dich. Ja. Weißt du, wie viel CO3 da ausgeschossen wird? Die sollte mal auf dem Esel rumreiten. Du weißt, das CO5, oder? Ich hab echt keinen Bock. Reit mal auf dem Esel rum, Alter. Viel Spaß, wenn du da so 300 Kilometer reiten willst. Ah! Auf den Laden hier, Alter. Oh! Mann, ey! Was für ein Laden, ey. Dönerladen? Mehmet? Mehmet ist ein leckerer Döner, du. Mehmet ist ein leckerer Döner. Das ist ein Bärbend. Okay. Rudolf sitzt in seinem Zimmer und spielt Pokémon Go auf dem Handy. Ich wusste es, Pokémon Go. Es muss sein. Verdammt. Vor allem mit Klebeband dran gewickelt, ist klar. Wie willst du da noch touchen? Ich muss dann da und hier noch Pokéball, ja? Also, mein Lieber, du bist ja komplett bekloppt. Was machst du denn hier mit so vielen Handys, du? Hast du sie geklaut? Oder sind die etwa vom Laster gefallen? Und er kann alleine den Raid machen. Ist doch was. Hier gibt es auch so einen Pokémon-Opa, der mittlerweile über 30 Handys hat. Siehst du das nicht? Ich fange hier gerade shiny, legendäre Pokémon. Ja? Na klar. Und das hier ist ein Pummeluff. Das fange ich dann? Pummeluff ist ja auch so legendär. Das beste legendäre Pokémon, was du fangen kannst. Sieht es mich später im Schlaf, dann muss ich mir diese ASMR bloß anhören. Ich habe kein Wort verstanden. Was ist denn dieses ASMR? Alle singen mit Rudolf oder was? Nein, das ist doch dieses... autonom, Maschinen, Sozialrechts, irgendwas. Was? Seid du alter Mann. Was macht denn der? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich versuche gerade einen Glurak zu fangen. Der steht da. Sieht man, oder? Das sieht man da. Ich sehe gar nichts. Hast du denn ihre Traumkonsole? Ey, da würde ich aber auch denken, der ist bekloppt, Mann. Ich versuche gerade einen Glurak zu fangen, der steht da. Muss ich mir Sorgen machen? Also hast du echt Tomaten auf den Augen? Da steht's doch, gleich da vorne, sieht man doch. Ich verstehe das nicht. Ich sehe das nicht. Oh nein! Du bist echt anstrengend, genauso wie diese Denise. Und die Effekte von ihrem Cutter. Mann, ey! Welche Denise? Ach ja, das sind ja meine Sachen. Voll dumm! Schmeiß doch erst hin. Ich hab eine Katzenallergie, ich will keinen Cutter. Mein Vater ist so eine Nervensäge. Immer muss er mich stören, wenn ich Pokémon spiele. Das ist genauso unnötig wie SheilaVZ. Ja. Ja. Simon Desue hatte damals wirklich recht. Der nächste Tag. Rudolf hat sich von seinem Freund an der Nintendo Switch mit Pokémon ausgeliehen. Oh yes, Glurak. Boah, das ist richtig stark. Ich weiß ja nicht. Eigentlich bin ich ja Team Blau.
Eieieiei. Ach du grüne Neune, wie sieht's denn hier aus, Rudolf? Boah, krass, man kann ja mittlerweile auch Giga-Evolution machen. Hallo? Giga-Evolution, oh Mann. Hallo, hörst du mir überhaupt zu? Hast du in dein Zimmer aufgeräumt? Hä, was hast du denn? Ist doch alles aufgeräumt. Ja, also, sieht sauber aus. Das ist ein Pferd, Alter. Das ist ja, das geht gar nicht in die Tüte. Was machst du auf meinem Pokéball? Außerdem, stör mich doch nicht. Ich spiele gerade Pokémon und fange gerade ein Giga-Evolutionsmonster. Schau mal, wie krass breit und wie krass groß dieses Glurak ist. Ja? Ich brauch das unbedingt. Also, das, was du hier machst, sieht ganz... Der hat es doch schon. Das stimmt nicht nach Hausaufgaben aus. Und das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Wenn du so weitermachst, dann endest du wie Tante Emma, die ihr Geld mit Laubsaugen verdient. Ja, ja. Ich mach das später. Nein, du machst es nicht später, du... Junge, da würde ich ja an Herr Herbst reich werden, wenn ich mit Laubsaugen Geld verdiene. Du machst es jetzt! Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Schau doch mal das Zimmer an, es ist doch picobello sauber. Du kriegst deinen Computer erst wieder, wenn Computer. Du alle Aufgaben erledigt hast. Das ist kein Computer, das ist Switch. Aber meine Aufgaben sind schon erledigt. Und weil ihr denn das hier, mein Junge, das riecht ja... Das riecht nach Fisch. Also, das ist doch ein Tempo einfach nur... Und da beiß ich mal rein. Wer weiß, was der damit gemacht hat. Aber wenn man jetzt ein bisschen zweideutig denkt, dann weiß man. Frage die Nase. Hast du überhaupt das Zimmer dir angeschaut? Hast du Tomaten auf den Augen? Es ist sauberer als mein Tanzverbot. So, mein Junge. Ich glaube. Definitiv ja. Ab langsam sind die ganzen Gehirnzellen weggeschmolzen bei dir. Wegen dem ganzen Drogenkonsum. Kann es sein? Ab jetzt herrscht Pokémon-Verbot. Für immer. Das kannst du nicht machen. Oh. Gib mir meine Switch zurück. Ich habe Grundrechte. Außerdem habe ich Connections zu dieser Gretel. Gehört Switch besitzen zu Grundrecht? Thunfisch. Pokémon hier, was? Pokémon da. Langsam reicht es wirklich. Ja. Dieser Junge versteift sich viel zu sehr auf diese Sache und nimmt das viel zu ernst. Wie dieser Karl S., der ihn auf Unternehmensberater macht. Aber Bücherclub, der hat mich schon weitergebracht, du. Der nächste Morgen. Rudolf ist gereizt und verlässt sein Zimmer nicht mehr. Geh ich nachschauen. Mir ist so langweilig. Was soll ich jetzt ohne meine Switch machen, Mann? Ich will doch nur Pokémon spielen. Ich brauch das. Ich will das. Warte mal. Ich sollte aufhören, mich so kindisch zu benehmen und mein Schicksal selber in die Hand nehmen. Mama, das ist doch schon besonders. Ich werde jetzt Pokémon-Meister in real life. Oh, oh. Wo willst du Pokémon herkriegen? Aber das Preisschild noch dran. Oder es, Größenschild. Ja, jetzt geht's los. Ash hat bestimmt sein Preisschild auch dran gelassen. Rudolf, mein Junge, was machst du denn da schon wieder für ein Quatsch? Ah, du willst zum Sport. Das ist aber super, das ist eine gute Entscheidung. Ja, das sieht aus, als ob der jetzt nach Hawaii fliegt. Ja, der geht definitiv zum Sport, auf jeden Fall. Super, das ist sehr gut gegen den Drogenkonsum, glaube ich. Sport? Ich gehe auf ein großes Abenteuer. Ich werde jetzt Pokémon-Meister. Du siehst aber komplett lächerlich aus mit diesem Outfit, muss ich dir sagen, du. Weißt du überhaupt, wie die Meinst du, Ash sieht besser aus? Aussehen? Das ist perfekt. Das passt einfach zu mir. Ich gehe jetzt auf meine Reise. Und du kannst mich nicht davon hindern und nicht aufhalten. Ciao, alter Mann. Warum rennt der eigentlich ständig mit einem Schal rum? Hat der irgendwelche Komplexe? Der Junge soll ja echt ein bisschen mehr trainieren, du. Das war ja ein bisschen schwach mit der Tür. Es wird endlich Zeit, dass ich meinen eigenen Weg gehe und mein... Welcher Vater macht das nicht? Die Tür zuknallen, andere Väter meckern und er war ja ein bisschen schwach. Sehr geil. Und traf wie Gurkensohn mit seinen Braids. Oh Rudolf nein. Rudolf ist schon seit einigen Stunden unterwegs, doch keinerlei Spur von Erfolg. Ja, klar. Du bist schon ein bisschen kühl hier draußen. Ich frag mich, wo die ganzen Pokémon sich verstecken. Im Pokémon Go. Ah, da ist ja ein Busch. Was ist das? Buschmon. Rein in die Olga. Oh nein. Hier war doch irgendwas. Oh ja? Warte mal. Okay. Vielleicht da? Jo, was machst du hier? Ich bin auf der Suche nach Pokémons. Ich hab gefragt, was du auf meinem Grund... Pokémons, oh nein. Sag doch nicht Pokémons. Machst du, kleiner Pisser? Ich hab gerade Pikachu gesehen. Ich dachte, es ist hier reingelaufen. Deswegen wollte ich sie gerade holen. Was? Ich schieb dir dein Pikachu in deinen Arsch, Menino. Auf was für einem Trip bist du hier eigentlich, ha? Also, Drogen nehme ich keine. Sonst endlich ja wie Gurkensohn. Ich meinte, willst du mich Lügensohn? Der hat aber definitiv recht. Digga, bist du dieser Mert oder was? Oh. Verpiss von meinem Grundstück! Huren! Was ist das? Ist es einfach eine Pistole und Drogen? Also bevor du das hier gesehen hast, Mann, warst du nur ein kleiner nerviger Pisser,
Aber jetzt bist du zum verfickten Problem geworden, denn du bist ein Zeuge. Keiner, bitte tun Sie mir nichts. Ich bin zu jung zum Er hatte doch gerade eine Waffe. Er hätte den doch... Oh Mann, wie dumm. Ja, ich werde doch niemandem sagen. Du hast mein Shit gesehen. Ich kann dich nicht gehen lassen. Aber ich schwöre, ich werde auch hier nie wieder herkommen. Jetzt gibt's bestimmt Abendessen. Wie wir hier sehen, kann unüberlegtes Verhalten zu gefährlichen Situationen führen. Ja. Man geht nicht einfach so in fremde Büsche rein. Außer geht nicht einfach so in fremde Büsche rein. So habe ich das auch noch nicht. Das könnte wirklich von Hilf mir sein. Man geht nicht einfach so in fremde Büsche rein. Man wird eingeladen, seinen Busch zu besuchen. Das ist nicht sein Busch zu besuchen. Oh Mann. Was machen Sie da? Bitte bringen Sie mich nicht um. Umbringen? Was ist mit deinem Gehirn los? Ist es geschmolzen? Ich bring dich doch nicht in meinem eigenen Haus um. Das wäre ja auch dumm. Ist ein Stück? Nein, danke. Junge, der vor allem bringe ich dich nicht vor meinen Kindern um. Was für Kinder? Ich bin ein Steuerberater. Hier, okay. Fangen wir von vorne an. Was hast du auf meinem Grundstück zu suchen gehabt? Also ich wollte ja Pokémon fangen und da war so ein Riesenbusch, der sah sehr verdächtig aus und ich dachte, da wäre ein Pikachu drin, deswegen war ich hier. Weißt du, warum die Pflanzen so hoch sind? Weil ich ja Wunderpflanzen anbaue und das an meine Freunde und Familie verschenke. Weil ich ein Ehrenmann bin. Und ja, warum haben sie Waffen hier? Das sind verdient. Digga. In diesem Business muss man ein bisschen Eier zeigen. Ah ja, okay. So, dann hätte die Waffe den nicht Eier? Gebraucht. Oh, cool. Werbung. Er hat den Angst. Totschlag. Es wurde immer unheimlicher. Hol dir mit Sky True Crime nach Hause. Mehr Infos auf sky.de. Also... Sie meinen, wenn mich irgendjemand nervt oder stört, soll ich mit rohen Eiern abwerfen? Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja gut, das stinkt wenigstens schön. Oder die explodieren. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Zeit im Busch verbracht, was? Du bist echt verstört, habe ich das Gefühl. Bombeneier. Und es ist... Na gut, die stinken eigentlich nicht, ne? Es ist echt spät hier. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Oder? Boah, ja. Gar keinen Bock drauf. Mein Vater wartet zu Hause auf mich und der will nicht, dass ich Pokémon spiele. Das ist voll nervig, dieser Boomer. Digga, dieser Boomer. Sehr gut, und lässt sehr einfach gut. Ein paar Leute für dich arbeiten. Perfekt. Du musst nur noch zu Hause chillen. Ich habe meine Läufer hier, meine Leute, die produzieren da. Und ich, Digga, sitze einfach nur zu Hause und schaukel meine Eier. Ja, Sie haben ja recht. Aber kann ich dir trotzdem im Haus noch ein paar Pokémon fangen? Digga, du gehst mir langsam echt auf die Eier, Alter. Das ist so dumm. Verpiss dich einfach. Kann ich lass dich hier nicht mehr blicken, ist das klar? Eigentlich tut mir der Junge schon leid. Ja. Der hat einfach keine Ahnung von Geschäften. So wie diese Komm-in-die-Gruppe-Typen. Zu Hause. Der hat aber auch wenig Ahnung von Geschäften, wenn der Zeug anbaut und alles nur verschenkt. Wie macht der Gewinn? Angekommen, droht Rudolf eine Auseinandersetzung mit seinem angespannten Vater. Dokumentation, eine Zusammenstellung und Nutzbarmachung von Dokumenten und Materialien jeder... Rudolf! Du bist wieder zu Hause. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, mein Sohn. Keine Angst. Du musst dir keine Sorgen machen. Mir geht's wirklich gut. Das freut mich natürlich zu hören. Aber wo hast du dich schon wieder rumgetrieben? Ach, ich war hier in der Gegend, habe einen netten Drogenboss kennengelernt. Der hat mir alles so gezeigt, seine Hut und so. Moment mal. Hier ist ein Drogenboss. Oh, oh. Es ist genauso wie bei Tante Emma damals. Erzähl's halt einfach deinem Vater, als wär's nichts. Null Problem, Mann. Der Teufel bleibt in der Familie, das wusste ich. Also... Eigentlich hat er mir nur meinen Horizont erweitert, hat mir ein paar Business-Tipps gegeben und ich weiß jetzt, wie ich das Pokémon-Game erweitern kann. Ich mach's einfach so wie Team Rocket. Grüne Gangsterfilme. Und dann rennst du rum, klaust anderen das Handy oder was? Mein Sohn, ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Aber endlich ist er gekommen. Team Rocket Forever, Mann. Ja! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie dumm ist das denn? Oh nein! Willst du mich? Da scheiße ich mich aber ein. Lass dich einfach drücken. Nein, das kann also, nicht wenn sein. Ihr wollt, das kann nicht sein. Kann ich eure Steuern machen? Hä? Wie kommt der denn jetzt da rein? Das war's mit diesem Video. Ja, geil, Alter. Was für eine Wende am Ende.